Ich weiß, das ist jetzt wirklich warmes Garlic Bread. Das wollte ich, das habe ich bekommen. Jetzt hat sie mir den kalten Kram hingestellt. Da habe ich mich beschwert. Da habe ich bekommen, was ich gekauft habe. Warum muss das so sein? Ich sehe da keine Begründung. So, nennen wir es doch mal beim Namen. Es bleibt Fakt. Hat die Kuh keine Lust, funktioniert es nicht. Das bleibt Fakt. Denn ich gucke nochmal, wir haben jetzt genau noch eine Stunde Flug. Also eine Stunde. Jetzt geht sie mit dem zweiten Wagen rund und macht die zweite Runde. Und ich bin jetzt noch entspannt beim Essen. Guck mal. Das ist Reisen. Honreisen. Ich lasse mich da auch nicht abbringen. Ich lese ja zum Beispiel auch manchmal bei mir im YouTube-Bereich du bist ja so konsequent und auch so ein bisschen so alte Garde denkend. Das heißt, der Horn ist ja Babyboomer und nicht Generation Z. Das bedeutet, ich schwelge nicht in alten Erinnerungen. Ich gehe schon mit der Zeit. Aber ich schwimme auch gegen den Strom, wenn es sein muss. Das heißt, wenn es mir nicht passt, sage ich das. Ich kann nur hoffen, dass ihr das auch macht. Alle anderen, die was anderes sagen, haben irgendeine Blockade im Kopf. Das hat der Horn nämlich nicht. Ich bezahle etwas und möchte dafür den Service. Und wenn ich den Service nicht kriege, bezahle ich nicht. Und wenn der Service schlecht war, verlange ich Geld zurück. Das würde ich sogar bei der Singapore Airlines. Den dürfte ich vergessen, ich habe hier in Deutschland gebucht, nicht in Singapur. Und ich bekomme in dem Sinne deutsche Qualität. Das heißt also, wenn die Singapore Airlines mir keine gute Qualität gibt, würde ein deutsches Gericht darüber entscheiden müssen. Die Zeiten haben sich geändert, dass man dann nach Singapur muss. Und ich werde diese Teile, und ich bin wirklich kein Typ, der jetzt hier rechtliche Dinge durchboxt, aber ich will einfach Dinge wissen. Ich will wissen, werde mehr mit der Verbraucherzentrale arbeiten, werde die fragen, welche Rechte man hat, welche Möglichkeiten man hat, wenn der Service nicht stimmt. Man bezahlt ja dafür Geld. Sehr viel Geld. Also das finde ich jetzt toll. Da passt sogar der Riesling zu. Ich weiß auch sagen, wie der eine oder andere sagt, natürlich hätte ich lieber einen Rotwein dazu, aber passt. Der Riesling hat eine ganz tolle Geschmacksnote. Erstaunlich. Der Salat war toll. Also das war so eine Art, wie eine Art Glasnudel, so in der Form. Ganz fein. Also man kann es nicht anders sagen, dieses Catering hier ist top. Echt ein Wow. Na, wenn das Essen warm ist, mal ehrlich. Ist das keine Frage, dass das auch delikat rüberkommt. Nett finde ich ja diese Vinaigrettes hier drin in diesem kleinen Fläschchen. Schade, es müssen so kleine Glasfläschchen sein. Mal versuchen, wie die schmecken. Das ist ja so ein angemachtes. So ein angemachter Salat, Dressing mit Kräutern. Das hatte ich beim letzten Mal auch. Das ist kein sehr gutes Olivenöl. Das ist extrem günstig. So, das Fleisch. Also Rippchen, das ist also Rippchen ohne Knochen, ohne irgendwas.
diese Teile sind wirklich grausam. Das ist eben so ein Blumenkohl oder so, aber asiatischer Blumenkohl. Furchtbar. Und ich meine sogar, diese Rippchen hatte ich auch schon mal im Flug bei Singapore Airlines. Also ja, diese Gläser, alle, haben alle diese Spülmittelgeschichte. Ihr seht daran auch, dass es völlig, dass es keine Rolle mehr spielt. Das ist aber so ist es entspannt. Das ist das, wie ich mir das vorstelle. Es ist schade, dass es nicht gleich beim ersten Mal geklappt hat, dass man lange Diskussionen haben muss. Ich werde das natürlich als Punktabzug mit hineinnehmen. Ich bin sehr gespannt, welche Airline wird für mich die beste Airline sein. Die Airline, die ich zukünftig reisen werde. Das wird noch sehr spannend. Das wird auch für euch, glaube ich, sehr spannend sein. Der Hon sucht die beste Airline auf der Welt. Speziell in First Class und natürlich auch für Business Class. So, Abschluss zum Essen. Wenn das Catering warm ist, also auf den Punkt gegart, das macht natürlich auch eine Kuh aus. Wenn ihr das nicht schafft, ist das 50% weniger Genuss. Das heißt, das Catering kann exzellent sein, die Kuh macht alles kaputt. Wenn also die Kuh nicht bereit ist, diese Qualität zu leisten, dann kann man Economy fliegen. Oder man geht hin und sagt, okay, ich will ja Business, ich will den Sitz haben, die Ruhe haben, nicht mit den engen Massen Menschen da zusammensitzen, sondern ich gehe also hin und buche Business, esse gar nicht an Bord. Ich will auch keinen Service, sondern ich lege mich gleich hin oder ich gucke mir einen Film an oder bin mit mir selbst beschäftigt. Das hat dann den Vorteil, dass man sich nicht ärgern muss. Der Hon ärgert sich also nochmal niemals. Da muss es schon wirklich extrem sein, weil ich viel erlebt habe und viel ab kann und deswegen ist das da ist schon viel passiert. Ich freue mich nur, dass sie sich Mühe geben, also dass sie sich für mich Mühe geben. Ob das andere wollen, ist ja egal, das spielt ja keine Rolle. Wenn die das nicht in Anspruch nehmen, ist gut. Aber ich nehme es in Anspruch und auch hier ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich die Kamera dabei habe oder ob ich keine Kamera dabei habe. Das ist ein ganz klarer Fakt. Deswegen, eigentlich müsste man mit versteckter Kamera drehen. Dann würde man noch mehr erleben. Aber wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben. Brauchen wir auch nicht. Das reicht uns. Wir wollen zeigen, dass sie es können. Und wenn sie es nicht leisten, das heißt, wenn ihr persönlich, liebe Hon-Familie, wenn ihr einen Flug erlebt, wo ihr das nicht bekommt, dann hat die Crew versagt. Das könnt ihr ganz klar sagen. Dann hat die Crew versagt. Ein wundervoller Wein. Bin ich doch neugierig, was dieses süße Dessert, was das. Es duftet nämlich herrlich. Es duftet wirklich herrlich. Gibt es einen kleinen Dessertlöffel zu?
könnte was sein. Also, das sieht eigentlich ganz. Sieht ganz nett aus. Manchmal ist es so, dass es nett aussieht, aber nicht ist. In diesem Falle ist das so. So, wir haben jetzt noch 50 Minuten, guck mal, in dieser entspannten Zeit. So, jetzt sind die da vorne am Quatschen, wisst ihr? Machen sich das Gemüt und schon fangen sie an langsamer zu werden, weil sie jetzt merken, jetzt haben sie 50 Minuten, jetzt gibt es nur noch so Standardservice, aber nicht für den Hund. Denn, ich meine, auch wenn sie nur zwei Weißweine haben, wenn ich natürlich auf dem Rückflug den Rotwein probiere, ist ja logisch. Und ihr müsst auf jeden Fall nochmal diese Geschichte sehen, die so süß war, die so exzellent toll war. Auf dem Flug mit der Singapore Airlines in der A350, wo es diesen Singapur-Berg gab. Und die so nett waren und so entzückend. Da kamen die noch und haben mir einen Silver Chrysler, einen speziellen Horn Silver Chrysler serviert. Das war extrem lecker, extrem liebevoll und sehr persönlich, sehr auf mein Serviceempfinden abgestimmt. Und das fanden sie traurig damals, dass es der Flug davor so schlecht war. Plus Flugzeugwechsel. Aber das ist die Singapur. Was wirklich ein Problem ist bei Singapur, ist der Flugzeugwechsel. Die wechseln eine Stunde vorher den Flieger. Und zwar nicht, weil sie den nicht haben, sondern weil sie aus logistischen Gründen machen die das. Die stellen fest, die Business, sagen wir mal die First, hat nur einen Platz verkauft. Dann machen die eine kleinere First. Wenn sie merken, sie verkaufen mehr, machen sie eine größere First. Das gilt auch für die Business und die Economy. Die wechseln die Flieger nach Economy. Das heißt also nach der Economy, nach dem Wirtschaftlichen. Die wissen genau, so und so viele Buchungen sind bis zu einem gewissen Datum da und der Algorithmus, dieses Programm, sagt denen, es lohnt sich, den Flieger auch von der 737 auf eine 787 zu wechseln. So weit sind die schon. Und da ist die Singapore Airlines führend, das ist eine Tragödie. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand unterwegs ist, wie der Hon und andere Reisende, die freuen sich ja auf ein Erlebnis, also ein Erlebnisflug. Die buchen zum Beispiel die neue First Class und bekommen dann die alte First Class. Zum Beispiel. Und nicht im 380, sondern in der 777. Und man kann erstmal nichts dagegen tun, weil es einfach so ist. Deswegen, Singapore Airlines gehört mit zu einer der tollen Airlines der Welt, aber du hast keine Garantie, dass du den Flug in dem Flugzeug mit dem Sitz auch bekommst, den du haben willst. Das ist was anderes bei Lufthansa und bei Swiss. Also ich erinnere mich zu 99,9%, dass es immer den Flug und den Sitzplatz und all das gab, was ich gebucht habe. Immer.